Hallo Leute, ich hoffe, ihr hattet bis jetzt eine schöne Woche. Bitte denkt dran, in den Kommentaren höflich zu bleiben. Ich bin ein eurasischer Konservativer, Patriot. Ich interessiere mich für ganz Eurasien und möchte, dass untragbare Zustände auf diesem Kontinent ein Ende haben, wie etwa Krieg oder Armut. Ich bin für eine Eurasische Union nach dem Vorbild der ASEAN, mit einer eigenen Armee und einem eigenen Geheimdienst sowie einer eigenen Währung. Das Eurasien der Vaterländer, wo wir als Bruder im Geiste und der Kultur zusammenstehen. Mit den anderen Kontinenten sollten wir natürlich eine neutrale, aber gute Zusammenarbeit pflegen. Es bleibt auch keine Zeit mehr. Ich darf nur mal daran erinnern, wir wollen ja auch bald zum Mars und zum Mond. Da gab es ja auch schon Gebietsansprüche. Nicht zu vergessen, die Öffnung der Arktis. Da hat schon auch schon Ansprüche angemeldet, was auch richtig ist. Daher muss Eurasien Jäger eintrainieren. Uns gehen die Rohstoffe alle an. Außerdem hat jeder Kontinent eine Union wie etwa NAFTA, EU, AU oder wie CELAC. Und die Armeeexperte, Brigadegeneral Abdallah Al-Jibri, sagte vor kurzem, dass Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate in Reichweite unserer Drohnen- und Raketenstreitkräfte sind, wenn sie ihre Aggressionen nicht beenden. Werden wir diese von der Landkarte löschen? Wird der Herr Brigadegeneral, MBS und MBZ sowie Präsident Reisi, Präsident Herzog und die Organisation für Islamische Zusammenarbeit, bitte setzt euch zusammen. Diese Kriege, Bruder gegen Bruder, die ganzen toten Frauen und Kinder, Schwestern, Mütter und Väter, das muss ein Ende. Gleich vorweg, ich habe alle Kriege im Nahen Osten abgelehnt und lehne sie auch jetzt ab. So wie den Krieg in der Ukraine. Präsident Putin, bei allem Respekt, aber holen Sie Ihre Jungs nach Hause. Die Vorstufe zur Eurasischen Union sollte sein, die einzelnen Unionen des Kontinents zu vervollständigen. Das heißt, dass alle Länder des Nahen Ostens und des Islams sich in der Arabischen Liga einfinden. Und auch das Geld etwas umverteilen, um den anderen zu helfen. Das heißt auch Israel, Palästina und Gaza sollten uns eigene Staaten als Brüder mit den anderen Vereinten der Liga sein. Es gab ja in der letzten Zeit auch Bemühungen für Frieden. Die Türkei und Saudi-Arabien haben kürzlich Gespräche geführt. Der Iran sollte Atom nutzen können, aber in Zusammenarbeit mit den anderen Staaten in der Region. Und den islamischen Bruderstaaten. Ein wichtiges Zeichen für bessere Zusammenarbeit war aber auch Assads Besuch in den Emiraten oder die berühmten Worte von MBS. Israel ist ein möglicher Partner. Zuerst sollten natürlich alle islamischen Völker zusammenhalten, dann die Völker ganz Eurasien. Sollten alle loyal zu unserer Heimat und Kontinent stehen, für das Wohl Eurasiens zu wiederholen. Denn für den Weltfrieden braucht es die Welt der patriotischen Vaterländer in der jeweiligen Kontinentalunion, der jeweiligen Vaterländer. Falls jemand mir schlechte Absichten unterstellen will, mein Vorbild ist der große Shenzhen. Ich rede nicht schlecht über andere, irgendwarum, und habe auch nichts gegen andere, auch nicht gegen meine Feinde. Noch eine Bemerkung zum Antrag gegen Islamfeindlichkeit. Das war richtig von der UN, aber der Krieg. Die Kritik war zu einem kleinen Teil berechtigt. Da haben aber die anderen Länder, den nicht-muslimischen, Schuld. Die sind das falsch angegangen. Jede Religion muss nämlich geschützt werden, aber abgesehen davon. Kritik kann man immer üben, aber Kritik und Beleidigung sind ein Unterschied. Nochmal zum Schluss: Es gibt natürlich nicht die perfekte Lösung, das perfekte Land oder das perfekte Leben, aber man kann zumindest versuchen, dort nahe heranzukommen. Die Frage ist, was kannst du für dein Land, deine Heimat, dein Volk, dein Bruder, Völker und dein Kontinent tun? Das zum Wohle aller. Vergesst bitte nicht, Millionen von Menschen sind gefangen in Armut und auf der Flucht in ganz Eurasien. Etwa Libanon oder Afghanistan, aber auch in anderen Ländern. Die Zahlen sind unten verlinkt. Was das genau bedeutet, wie etwa eurasischer Patriotismus und eurasischer Konservatismus, dazu mache ich auch noch Videos. Wie schon gesagt, mit den anderen Kontinenten sollten wir zusammenarbeiten, als gute Nachbarn, aber alles in vernünftigen Grenzen. Ich möchte den Kanal gerne zu einem Studio weiter ausbauen, wie auch
täglich mehr Nachrichten bringen. Mein Traum war auch immer, eine Reise durch ganz Arabien zu machen. Die würde ich natürlich auch auf Video festhalten. Weitere Artikel sind unten verlinkt. Ich habe gerade angefangen, mein erstes Buch zu schreiben. Die werde ich hier auch vorstellen. Es sollen später auch Bücher zu Erasmus kommen. Artikel in Fremdsprachen könnt ihr auf den Seiten mit Rechtsklick übersetzen. Ich wünsche euch einen schönen Tag.